Check. Freunde, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ich bin wieder sehr gut gelaunt. Ich hoffe, ihr auch. Denn wir ziehen uns heute wieder Dates rein, ja. Aber keine normalen, denn wir gucken heute Promi First Dates. Das hat First Dates schon mal gemacht, vor einem Jahr oder so, aber nicht so viele Folgen. Und das gibt's jetzt wieder. Und wir gucken mal rein. Wir gucken mal in ein Promi-First-Date rein. Ich bin gespannt. Brauchen wir gar nicht groß erklären. Da wird eine prominente Person sein und die wird jemanden daten. Ich glaube, der Gegenpart muss nicht zwingend prominent sein. Geil, ich freue mich. Checkt die Videobeschreibung aus. Dort findet ihr natürlich alles. Ich habe einen eigenen Podcast. Falls ihr gerne Podcasts hört, würde mich voll freuen, wenn ihr reinhört. Ziemlich beste Fremde heiße ich da zusammen mit Laura. Ja, den Link zu RTL Plus findet ihr in der Beschreibung. Das ist die Mediathek. Dort findet ihr alles. Ob First Dates oder Iron oder Dschungelcamp oder was auch immer alles gerade läuft. Ihr könnt das dort live gucken, aber ihr könnt auch Folgen nachgucken. Wir gehen rein, ohne groß schnackeln. Let's go. Jetzt kommt diese Nicolette. Wer kennt Nicolette? Ich kenne die, tatsächlich. Muss ich direkt reingrätschen, aber ich kenne sie, weil, warum kenne ich sie? Wegen Perfektes Dinner. Da war sie. Die war auch bei Perfektes Dinner Influencer Edition, so wie ich. Und sie hat mir von der Gruppe am meisten gefallen. Sie hat mich am meisten unterhalten. Ich fand sie voll sympathisch. Ehrlich? Ich folge dir auf Instagram. Echt? Ja. Und? Ich finde die super cool. Die hat ein richtig lustiges Format, nennt sich Dirty Donnerstag. Ach was? Wo immer auf alle, Instagram, ja, wo echt alle Tabuthemen rausgehauen werden. Mhm. Vor allem so in Bezug auf Sexualität, wie das ist bei Transgendern. Ja. Die nimmt halt echt kein Blatt vor den Mund. Es ist Dirty Donnerstag, dünnsten Donnerstag, das Original. Ich hatte einen One-Night-Stand. Er kam nach 2 Minuten. Love it. Ich bleib bei meiner Meinung, ich lieb schnell Komma. Ich hatte damit jahrelang zu kämpfen, dass ich vulgär bin, dass ich unanständig bin. Spannend. Ja. Da kommt sie. Ich heiße Nicolette Fontaris und von Beruf kennt man mich vielleicht aus den Bücherregalen. Man hat mich vielleicht schon mal auf den Bühnen in diesem Deutschland gesehen. Ich kenne sie auch aus dem Fernsehen. Also ich habe die schon kochen sehen bei uns. Hm? Stimmt. Ja, Perfekte Dinner. Stimmt, und so. Ja. Da. You see, you see, you see. Auch mitgemacht. Ihr Süßen, schön, dass ihr oben seid bei mir. Komm, 10 Punkte. Brauchst die Woche gar nicht stattfinden lassen. Ich bin gespannt, vor allem, auf wen sie hier treffen wird. Also ein Mann, der mit mir in einer Beziehung ist, der hat halt den Jackpot, ne? Das ist ein 6er im Lotto. Also das Päckchen, was ich mitbringe, ist ja schon der Wahnsinn. Sagste, ist das so? Sagste? Ich habe einen Termin. Herzlich willkommen im First Dates Restaurant. Hi, Nicolette heiße ich. Schön, dich kennenzulernen, Roland. Freut mich Hallo. Sehr. Schön, dass du hier bist. Ja, ich freue mich auch. Wie lange bist du Single? 3 Jahre. Naja, offensichtlich läuft es bei mir grandios mit Beziehung und Liebe, deswegen sitze ich auch heute hier. Komm zu uns, hi. Komm rüber. Ich mag Männer, und das ist mir sehr wichtig, die intelligent sind, die gebildet sind. Ich mag charmante Männer, Gentlemen, und mir ist es sehr wichtig, dass ein Mann selbstbewusst ist. Mega Kleid übrigens. Das wollten wir sehen, ja. Haben wir auch also festgestellt. Mein Kleid macht mir am meisten Sorgen, weil ich hoffe, dass der Reißverschluss das hält, was er verspricht hinten. Weil du siehst, es ist leicht eng, da ist Zucht drauf, wie der Kölner sagt. Kannst du gut atmen? Nee. Ja, aber ich trinke ein Bouillon heute und dann ist gut. Ja. Aber danke sehr. Danke. Sympathisch. Ich hab's euch gesagt, sie ist sehr sympathisch. Und so hat sie auch beim perfekten Dinner das ich angeguckt habe. Also ich habe das angeguckt. Sie war nicht in meiner Gruppe mit drin, sondern ich habe ihre Gruppe angeguckt und da hat sie auch sehr sympathisch gewirkt. Ich bin nicht als Frau geboren, zumindest nicht körperlich. Das heißt, viele Ärzte mussten mir dabei helfen und viele Psychotherapeuten, dass ich heute so glücklich sein kann, wie ich es bin. Da musste ein bisschen dran geschraubt werden. Und ja, das ist kurz und knapp das, was in meinem Leben passiert ist. Nein! Ich bin der Sascha, womit ich bei Damen punkte, ist manchmal. Bin ich blöd oder bin ich blöd? Wartet kurz. Wartet jetzt mal kurz. Ihr wartet jetzt einfach kurz. Ihr wartet jetzt kurz. Hier, seht ihr das, was ich sehe, liebe Freunde? Das ist doch der Sascha. Dann ist es mit ihr wohl nicht weitergegangen, oder was? Hä?
Das ist doch der. Ich denke, ich bin eigentlich recht zuvorkommend. Bin ein bisschen oldschool. Ja. Manche haben gesagt, meine Augen wären ganz nett. Das war ein kranker Zwinker, so. Ey, Sascha, wir zoomen jetzt mal auf deine Augen. Zwink dann einfach mal mit einem Auge, mach einfach so einen Zwinker. Okay. Ja, ich glaube, es ist eher einfach meine Art. Ich bin halt mehr so ein, wie sagt man, ein lieber Mensch. Also, was ich halt immer wichtig finde bei Frauen, dass sie weiblich aussehen. Ich stehe also wirklich mehr auf Damen mit längeren Haaren. Finde ich gut. Ein hübsches Gesicht finde ich auch sehr, sehr wichtig. Ja, und sie sollte eine liebe Ausstrahlung haben. Ja, das passt doch. Hallo. Er kam mit einem Strahlen ins Restaurant. Das hat mir ein ganz tolles Gefühl gegeben. Ist eine Er ist 46, sie ist 35, ne? Positive Erscheinung. Herzlich willkommen. Ich bin der Sascha, hallo. Ich habe das Gefühl, dich schon mal gesehen zu haben. Ja, ich glaube auch, wir haben uns auch schon mal gesehen. Schon, oder? Ja, ja, ist mal schon ein bisschen länger her. Ja, Wahnsinn. Ich war schon mal bei First Date vor 2 Jahren ungefähr. Hatte da auch ein sehr nettes Date. Hallo, ich bin mal auf, hi. Ja, hi, ich bin der Sascha. Ey, Junge, wie random. Er war vor 2 Jahren bei First Dates. Er ist jetzt bei der Promi Edition. Und er hat es geschafft, innerhalb von 2 Wochen 2-mal auf meinem Kanal vorzukommen. Hi. Also ich möchte sehr gerne noch mindestens 3 bis 4, 5 Dates. Sag mal so 6, 7, 8 Dates. Hört sich gut an. Oder? Wir haben uns danach auch nochmal wieder getroffen. War auch ein sehr nettes zweites Date. Aber es hat halt nicht ganz so gepasst. Schade, ja. Die waren süß zusammen. Warm, oder? Schaust dann, ja. Schaust Richtung Bar und dir wird heiß, oder? Ja, sehr nett. Das erste, was ich gedacht habe, dass da eine sehr hübsche, attraktive Dame sitzt. Mit einem sehr schönen Lächeln. Bitte. Ja. Ran mit dir. Ja. Hi. Hallo. Hi. Nicolette heiße ich. Ich bin der Sascha. Hallo. Schön, dich kennenzulernen. Ja, mich auch. Komm bitte zu mir. Hallo, lieber Sascha. Hallo. Ich finde, dass das ein Strahlemann ist. Also, der hat ja von einem bis zum anderen Ohr gelächelt. Ich habe mich direkt wohlgefühlt. Ah, schön. Und ich habe die Sendung schon so oft gesehen, dass ich dich, glaube ich, auch schon mal gesehen Hast habe. Du mich kann schon das mal sein? Ja, das kann definitiv sein. Dann ist das für dich ja jetzt hier, ist ja ein Zuckerschlecken. Ach, na ja, man ist schon nervös am Anfang immer ist so ein bisschen. So? Ja, klar. Ach so. So eine hübsche Dame. Ach, wie lieb von dir. Danke sehr. Ich glaube, dass es eines der klügsten Taktiken ist, wenn man ein Date hat, direkt von vornherein vielleicht ein schönes Kompliment zu machen. Weil das nicht nur so ein bisschen das Eis bricht, sondern du weißt ja auch direkt irgendwie, wo du dran bist. Woher kommst du? Ich komme aus Bergheim, das ist hier in der Nähe. Sag mal deinen Namen, bitte. Sascha. Und du bist die Nicolette. Nicolette. Genau. Ich komme ursprünglich aus dem Rhein-Erft-Kreis, deswegen kenne ich auch Bergheim so ein bisschen. Genau. Ich hatte jahrelang BM auch auf meinem Kennzeichen. Okay. Und ich wohne jetzt aber in Köln. BM-Fahrer, also Bergheimer Fahrer sind die schlimmsten in Köln und Umgebung. Ich sag's euch, wie es ist. Die fahren wie die Verrückten. Alle Bergheimer können das unterschreiben, oder? Könnt ihr? Koblenz zwischen Rhein und Mosel. Ist ja auch nicht weit. Wunderschön, ja, da lohnt es sich ja auch hinzufahren. Koblenz ist schön. Warst du schon mal da? Ja, schon öfters. Also einmal im Jahr bin ich eigentlich immer in Koblenz. Warum? Da ist, ich bin so ein bisschen noch im sportlichen Bereich tätig. Aha. Ich komme so ein bisschen auf den Krafttraining und da bin ich dann Jury. Und da ist einmal in der Rhein-Mosel-Halle, ist da immer ein Wettkampf. In der Rhein-Mosel-Halle. Genau, und da bin ich quasi jedes Jahr. Wie toll. Als Leistungssport habe ich damals mehrere Jahre Bodybuilding betrieben. Im Amateurbereich, habe da auch ein paar Wettkämpfe bestritten damals. Und ja, betrachte die Sache jetzt als Ehrenamt quasi. Ich bin auch dabei, mehr passiv, mache auch noch Sport, aber nicht mehr so wie früher halt. Darf ich euch den Tisch zeigen? Sehr gerne. Die Weingläser kommen hinterher. Ja, ich komme. Danke. Nach dir? Ja, danke sehr. Ich habe an der Bar noch gar nichts beschlossen. Also das fände ich auch sehr schade, wenn ich irgendwie nach 2 Minuten schon ein Resümee ziehen würde. Aber sie ist jetzt auch nicht so Also sie ist jetzt, also sie wirkt nicht so, als wäre sie so umgehauen von ihm. So, als wäre sie so, oh mein Gott. Oder? Oder? Die Unterhaltungen von vornherein sehr, sehr schön und ich fand ihn als Person sehr angenehm. Danke sehr. Bitteschön. Vielen Dank. Also Nicolette gefällt mir wirklich sehr. Also sie ist wirklich eine sehr hübsche, attraktive Frau. Hat wirklich bildhübsche Augen, muss man wirklich sagen. Und also sie hat mir schon wirklich sehr gut gefallen. Das ist süß. Er sagt halt so, sie gefällt mir wirklich sehr. Sie ist halt hübsch und sie hat mir schon wirklich sehr gut gefallen, weil sie mir halt wirklich sehr gut gefällt. Habt ihr es gecheckt, wie gut sie ihm gefällt?
Aber du warst hier noch nicht. Noch nie. Ich wollte immer. Aber ich kenne dich auch irgendwoher. Meinst du? Ich habe dich nämlich auch schon irgendwo. Das könnte sein. Mal gesehen. Das könnte eventuell sein. Unangenehmster Moment sowas. Wirklich. Wenn jemand sagt, irgendwoher kenne ich dich, ich habe dich schon mal gesehen, dann ich stufe immer nach Altersstufe ein. Wenn das jemand sagt, der unter 18 ist, sage ich, ja, hast mich vielleicht mal auf TikTok gesehen. Wenn das jemand sagt, zwischen 18 und 30, sage ich so, ja, könnte sein, weil ich mache so YouTube-Videos oder vielleicht vom Podcast. Und wenn es jemand sagt, über 30, dann sage ich immer als erstes perfektes Dinner. Ich sage dann immer, ja, ich war mal beim perfekten Dinner, vielleicht hast du mich da gesehen. So. Und das, ich treffe damit tatsächlich auch ganz oft die richtige Sparte. Weil als ich beim perfekten Dinner war und die Ausstrahlung war, wurde ich die nächsten 3 Wochen sehr viel von so 50-Jährigen, 60-Jährigen erkannt. Wirklich, Omis haben mich auf der Straße angehalten und gesagt, nein! Ich so, wie, was? Du bist der vom perfekten Dinner mit den Tattoos. Hast du toll gemacht. Also das Kohlrabi-Schnitzel würde ich auch gern das Rezept haben. So süß, ich bin gestorben, wirklich. Ich wurde noch nie von der Omi erkannt, aber das hat wirklich mein Herz erwärmt. Gesicht kam mir ein wenig bekannt vor. Ich konnte sie jetzt nicht zuordnen, wo genau. Ich mache ein bisschen was in den Medien. Also es kann wirklich durchaus sein, dass wenn du irgendwann mal den Fernseher angemacht hast, hast du mich gesehen, ja. Schön. Ihr Lieben, habt ihr schon was gefunden? Spricht euch was an. Habt ja, ihr wir nehmen Hunger beide die Lammstelze. Sehr schön, bring ich euch. Wie heißt denn du? Julia. Julia. Freut mich, Julia. Danke dir. Ja, schön, dass ihr da seid. Du siehst auch sehr sportlich aus. Machst du auch nicht was? Gar nicht. Also ich bin natürlich im Fitnessstudio angemeldet, das gehört sich so. Muss ja sein. Da bin ich eine Karteileiche. Okay. Und ich fahre auch manchmal dahin und trinke einen Cappuccino und gehe in die Sauna. Okay, auch nett. Auch nett. Also du siehst super sportlich aus, muss ich wirklich sagen. Nee, ich bin nicht sportlich. Also alles richtig gemacht. Alles richtig. Ach, danke. Du siehst aber nicht unsportlich aus. Ich? Nein, also gar nicht. Überhaupt nicht. Ich habe ja auch heute ein paar Komplimente bekommen dafür, dass ich so eine sportliche Figur hätte. Also, vielen Dank an das gesamte Team und auch an Sascha. Also ich mache keinen Sport, aber schön, dass sich das Kleid gelohnt hat und jeder Groschen, weil es lässt mich anscheinend aussehen wie Franziska von Almsig. Ich muss mal sagen, du hast super schöne Augen. Oh, danke. Das muss ich jetzt noch mal so sagen. Von dir. Wirklich sehr, Dankeschön. Sehr hübsch. Danke. Sehr, sehr hübsch. Ja, das ist sehr nett von dir, ich freue mich. Er übertreibt jetzt ein bisschen langsam mit Komplimenten. Jetzt sollte er mal langsam wieder runterfahren. Sascha, okay, du bist Profi. Okay, du bist First Dates Profi. Wir haben es gecheckt. Wir haben es alle verstanden. Aber fahr runter jetzt. Es reicht. Oha. Also ich denke, Nicolette hat schon einiges machen lassen an sich, aber zum Positiven. Und ich habe da überhaupt gar kein Problem mit. Und es ist natürlich auch schön, wenn man dann so eine hübsche, attraktive Frau an seiner Seite neben sich hat. Oh, Dankeschön. Oh, das ist aber nett. Ach, Roland. Roland, das will ich nur ohne dich tun. Danke. Und du machst auch so Reality-Sachen oder machst du mehr Talkshows? So. Ich mache keine Reality-Shows. Ja. Also ich bin im journalistischen Bereich tätig, was so Dating betrifft und Liebe und Beziehung und so. Wie bist du darauf gekommen? Ich fand Männer und Frauen in Kombination immer sehr spannend. Das ist ja auch spannend. Auf jeden Fall. Und so diese ganze Beziehungsgeschichte und Dating und Liebe und Sexualität, ja. Alles, was damit zu tun hat. Also ich finde, mittlerweile ist es auch gar nicht mehr einfach, jemanden kennenzulernen. Mhm. Erzähl mal. Ich lerne mittlerweile echt viele Leute kennen, wo ich mir denke, irgendwas stimmt da nicht. Mhm. Entweder sind sie so vorgeschädigt durch Beziehungen. Ich habe noch viel Kontakt zu Ex-Freundinnen von mir. Mhm. Auch guten Kontakt. Schön. Die Kontakt zu Ex-Freundinnen? Bro. Ja, mal, wenn ich jemand Neues mal kennenlerne oder so. Mhm. Was ja ein tolles Zeichen ist, oder? Ja, ich denke auch. Ich glaube, dass der Sascha ein soziales Tierchen ist und dass ihm sozialer Umgang wichtig ist. Und bestimmt also, das kann ich nur mutmaßen, auch gut darin ist, Beziehungen zu pflegen. Aber wie beziehungsfähig er ist, das weiß ich natürlich nicht. Also, ich habe übrigens was mitgebracht. Mm-mm. Ja. Was macht er mit seiner Serviette die ganze Zeit? Die rutscht immer zwischen seinen Beinen runter, bis sie wieder auf dem Boden liegt, ne? Sascha, Sascha, Sascha. Nur eine Kleinigkeit. Ich liebe Kleinigkeiten. Hab ich sogar selber eingepackt. Wirklich? Nee. Ja, was bist denn du für ein süßer Schatz? Wirklich nur eine Kleinigkeit. Dankeschön. Soll ich mal raten, was ist? Wir packen Kondome. Nein, nein, nein. Klar, an sowas kann man natürlich auch denken. Ich bin noch nicht drauf eingegangen, großartig.
weil ich wollte mich da nicht aus der Reserve locken lassen. Ach, was bist du denn, Süßi? Ja, ich sag ja. Ist der für mein Glück? Ja, das ist ein Glücksbringer. Ja? Mhm. Also ich habe zwei ganz süße Geschenke bekommen vom Sascha. Das ist einmal so eine Schneekugel mit einem Schornsteinfeger. Und dann habe ich noch diese Schatulle, wo ein Herzschlüsselanhänger drin ist. Zucker, zucker süß. Furchtbar hässlich. Also trifft gar nicht meinen Geschmack. Aber trotzdem natürlich süß, dass er hingeht und sagt, ey, kurz vorm Date gehe ich jetzt noch kurz in den Köln-Kiosk und hol mal noch ein paar Souvenire. Wie heißt das? Souvenir? Hol noch so ein paar süße Anhänger und was weiß ich. Ist schon süß, sag ehrlich. Darf ich dich mal drücken? Ja, sehr gerne. Also danke. Komm mal her. Sehr gerne. Du lieber Mensch, danke sehr. Ja, danke schön. Ach Mensch. Jetzt hat er wieder seine Serviette fallen lassen. Ganz toll, dich, danke schön. Jetzt habe ich schon wieder. Ich habe mich schon verschleißt und servieren, kann das sein? Wir haben die Waschmaschine schon angemacht. Ja. Okay, alles gut. Meinst du noch? Danke sehr. Dass du auch immer auf der Lauer bist hier, ja, gell? Du hast auch alles im Auge. Ja, das sieht alles. Der Sascha ist ein Gentleman. Sehr zuvorkommend, sehr respektvoll. Ich glaube, dass er empathisch ist. Also, der hat sich schon mal den ein oder anderen Gedanken gemacht, was ein schönes Date beinhaltet. Das merkt man auf jeden Fall. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Und das ist ein unfassbar positiver Vibe. Das ist eine Green Flag, wenn man merkt, dass ein Mensch, vor allem ein Mann, Züge hat in Gentleman-Richtung. Das ist schon eine Green Flag. Ja, da gebe ich ihr auf jeden Fall recht. Ich denke schon, dass ich ein bisschen mit ihr geflirtet habe. Und ich glaube, sie hat auch ein bisschen mit mir geflirtet, so, also so zumindest von den Blicken her. Zu jedem guten Essen gehört natürlich auch eine Rechnung. Die habe ich hiermit schon mal mitgebracht. Schön. Dankeschön. Dankeschön. Ich bin mal so frei. Danke sehr. Vielen Dank für die Einladung. Ach, selbstverständlich. Dankeschön. Also guck mal, die beiden ist schön und gut, die sind höflich, die sind nett zueinander, das funktioniert alles, aber der Vibe ist trotzdem nicht da. Checkt ihr, was ich meine? So das, was ich beobachte, dieser Vibe, so vom Ding her, so, der ist nicht da. Sag ich euch ehrlich, ich bin gespannt, wenn beide sagen, zweites Date, okay, bin ich gespannt. Ein sehr, sehr schönes Date mit einem Gentleman. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass er die Zeit auch sehr mit mir genossen hat. Aber ich kann nicht sagen, ob der mich nochmal wiedersehen wollen würde oder halt eben nicht. Nicolette ist ja als Mann geboren, oder? Mhm. Aber das ist schon, sie ist schon sehr Frau. Frau, ja. Also sie ist schon richtig Frau. Also ich fand das Date wirklich sehr schön, also für dich eine sehr attraktive Dame. Hat mir sehr gut gefallen. Schön, dass ihr hier wart. Hat mich sehr gefreut, Roland. Tschüss. Schöne Zeit. Hat mich auch sehr gefreut. Ciao. Schönen Abend. Ja. Wir gehen? Ja, ich hoffe noch. Tschüss zusammen. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. Sehr gerne. Ja, zugelangt. Ja, leider noch mal versuchen. Ich bin mir so frei. Und wird es ein zweites Date geben? Ich würde mich auf ein zweites Date freuen. Wie lieb von dir. Danke. Das nehme ich als Kompliment. Kannst du? Ich gebe dir von allen Punkten, die man in einem Date haben kann, alle Punkte, die es gibt. Vor allen Dingen deine sehr zuvorkommende Art und Weise, deine sehr respektvolle Art und Weise. Mhm. Kleinigkeiten, die ich wahrgenommen habe, die ich sehr wertschätze. Aber ich bin raus. Es ist auch ganz weird, dass er gerade die ganze Zeit so den Arm so hinter ihr hat. Ich finde es ganz komisch, um ehrlich zu sein, weil man merkt ein bisschen, sie ist so ein bisschen auf Abstand. Man merkt es schon. Ich hatte leider kein zweites Date mit dir und es bricht mir auch so ein bisschen das Herz, weil ich glaube, ich keine romantische Connection zu dir aufbauen kann. Ja. Aber ich denke sehr, sehr gerne an diesen Tag heute zurück und bin sehr froh, dass wir uns kennengelernt haben. Gar kein Problem. Süß formuliert. Sehr süß formuliert. Das Essen war super. Wir haben uns sehr gut unterhalten und alles schön. Darf ich dich nochmal drücken? Ja. Darf ich, ja? Danke sehr. Ja, komisch. Also das ist ja das Tolle an diesem Format, dass jedes Date auf seine eigene Art und Weise besonders ist. Und unterschiedlich. Ne? Und bei den beiden, es war so die ganze Zeit auf höflicher Ebene, die ganze Zeit bam, 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 perfekt. Aber es ging auch nicht drüber hinaus. Es war einfach nur dieses Höfliche. Es war nicht mehr als das. Und das hat man schon so ein bisschen gemerkt. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das Date fandet. Und lasst gerne nochmal einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Denn hier kommt jeden Tag, 14 Uhr, eine neue Folge für euch online. Also mich würde es echt freuen, wenn ihr Teil des Ganzen seid. Denn ich glaube, über 70%, die Videos gucken, haben nicht abonniert.
Das ist schon hart. Deshalb lasst ein Abo da. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Haut rein. Ciao. Es ist zu spät, ja. Ich hab keinen Kopf für uns beide. Zu viele Gefühle. Darum bin ich lieber allein. Sie redet von Liebe. Dafür ist es viel zu spät. Viele Probleme. Du weißt, wie die Story geht.